Heute haben wir unsere Kampagne für die Bundestagswahl öffentlich präsentiert. Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen. Deutlich weniger als 100 Tage sind noch bis zur Bundestagswahl. Und mit dem heutigen Tag der Vorstellung unserer Kampagne beginnen wir auch im engeren Sinne mit unserem Wahlkampf für die Bundestagswahl am 26. September. Wir gehen als Freie Demokraten in diesen Wahlkampf mit dem Anspruch, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Wir haben in den letzten Jahren einiges an Defiziten gesehen. Die Pandemie hat den Blick noch einmal verschärft dafür, was wir in der Digitalisierung und bei der Bildung nicht können. Und deshalb ist es nach 16 Jahren der Bundeskanzlerin Angela Merkel, ist es Zeit für einen neuen Aufbruch in unserem Land. Wir als Freie Demokraten, wir wollen diesen neuen Aufbruch für unser Land in den 20er Jahren mitgestalten. Der Volker Wissing ist ja unser Wahlkampfleiter. Der hat etwas über die Grafik und über den öffentlichen Auftritt gesagt. Wahlkampf bedeutet ja nicht nur, dass man in den Medien ist, bedeutet nicht nur, dass man ein gutes Programm macht, dass man Menschen auf der Straße trifft. Wahlkampf hat eben auch etwas damit zu tun, wie Plakate aussehen. Das kommuniziert ja auch etwas, welche ästhetischen Vorstellungen hat man, wie bringt man seine politische Idee pointiert auf einen Satz an die Bürgerinnen und Bürger. Ja, vielen Dank, lieber Christian Lindner, meine Damen und Herren. Die FDP ist 2017 wieder neu in den Bundestag eingezogen. Die FDP, sie ist angekommen, sie ist gestärkt. Und wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen anpacken, das drückt sich in der Bildsprache aus. Wir arbeiten für dieses Land und für die Inhalte, von denen wir überzeugt sind, dass sie Deutschland gut tun. Und wie sich das darstellt, etwa in der Bildsprache, das zeige ich Ihnen jetzt. Und unsere Kampagne steht unter der Überschrift Nie gab es mehr zu tun. Das ist unser Gefühl. Es gibt viele Defizite in Deutschland, Dinge sind liegen geblieben, Chancen sind nicht genutzt. Nie gab es mehr zu tun, das wollen wir verändern. Mit dieser Kampagne, die sehr sachlich ist, wir arbeiten uns nicht an Gegnern ab, sondern an politischen Inhalten, machen wir unsere Werbung für die FDP fest. Mit der bewerben wir uns darum, einen Politikwechsel in Deutschland aus einer Regierung zu organisieren bei euch.